Nach § 313 BGB kann der Schuldner entweder Vertragsanpassung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten, wenn ihm das Festhalten am Vertrag aufgrund einer Störung der Geschäftsgrundlage nicht zumutbar ist. Andererseits kann der Schuldner nach § 275 Absatz 2 und Absatz 3 die Leistung verweigern, wenn sie ihm nicht zumutbar ist. Ja, was denn nun? Wann ist § 313 einschlägig und wann ist auf § 275 zurückzugreifen? Dieses Verhältnis möchte ich Ihnen im nachfolgenden Video erläutern, wobei ich gleich dazu sagen möchte, dass das Verhältnis en Detail umstritten ist. Beginnen wir mit einer kurzen Wiederholung. Nach § 275 Absatz 1 erlischt der Anspruch auf die Leistung, wenn die Leistung unmöglich ist. Hierzu zählt einerseits die naturgesetzliche Unmöglichkeit, zu der wiederum die physische Unmöglichkeit, die Zweckerreichung und der Zweckfortfall zählt, sowie die rechtliche Unmöglichkeit und schließlich Konstellationen, in denen ein absolutes Fixgeschäft vereinbart wurde und der Zeitpunkt der Leistung verstrichen ist. Daneben gibt es aber auch Konstellationen, in denen die Leistungserbringung dem Schuldner unzumutbar ist. Wiederum geregelt in § 275 sind zwei Konstellationen der Unzumutbarkeit, nämlich einerseits, dass ein krasses Missverhältnis des Aufwands des Schuldners zum Leistungsinteresse des Gläubigers besteht und andererseits, dass die Leistung dem Schuldner persönlich unzumutbar ist. Es gibt aber auch Konstellationen, in denen ist die Leistung zwar grundsätzlich möglich, dem Schuldner ist aber das Erbringen der Leistung nicht zuzumuten. § 275 regelt zwei Konstellationen dieser Unzumutbarkeit, nämlich erstens, wenn der Aufwand des Schuldners in krassem Missverhältnis zum Leistungsinteresse des Gläubigers steht, § 275 Absatz 2, und zweitens, wenn die Leistung dem Schuldner aus persönlichen Gründen nicht zugemutet werden kann, § 275 Absatz 3. In beiden Konstellationen bleibt der Anspruch zwar erhalten, aber er ist nicht durchsetzt. Wie passt nun die Regelung des § 313 in dieses System? § 313, wie gesagt, regelt einen Anspruch auf Vertragsanpassung bzw. ein Rücktritts- oder Kündigungsrecht für den Fall der Störung der Geschäftsgrundlage. In solchen Fällen der Störung der Geschäftsgrundlage entsteht ein krasses Missverhältnis zwischen dem Aufwand des Schuldners und dem ihm zustehenden Gegenleistungsanspruch. Die Abgrenzung zwischen § 275 Absatz 2, also der unechten Unmöglichkeit, und der Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 ist im Einzelnen ziemlich umstritten. Eines ist allerdings ganz klar festzustellen. § 313 betrifft nur Verträge. Sofern sich also eine Leistungspflicht nicht aus einem Vertrag ergibt, sondern aus einem anderen Schuldverhältnis, kann eine Unzumutbarkeit der Leistung allenfalls nach § 275 Absatz 2 dargetan werden. Im Übrigen liegt der Schlüssel zur Abgrenzung der beiden Institute meines Erachtens in der vertraglichen Risikostruktur. Sofern das Leistungshindernis dem vertraglichen Risikobereich einer Partei zuzuordnen ist, so ist § 275 Absatz 2 die vorrangig heranzuziehende Norm. Ist das aber anders, liegt das Leistungshindernis außerhalb der vertraglichen Risikozuordnung, so greift § 313 natürlich unter der Voraussetzung, dass das Leistungshindernis tatsächlich auch die Geschäftsgrundlage betrifft. Welche der beiden Normen anzuwenden ist, ist auch keineswegs unerheblich. Denn die beiden Normen legen zwar einen ähnlichen, aber doch einen in der Sache recht unterschiedlichen Maßstab an. Im Kontext des § 275 Absatz 2 ist zu fragen, ob der Leistungsaufwand des Schuldners gemessen am Interesse des Gläubigers unverhältnismäßig ist. Das heißt, hier wird auf die Perspektive des Gläubigers abgestellt. Im Rahmen des § 313 ist das anders. Dort ist die Frage, ob der Leistungsaufwand des Schuldners gemessen an der Gegenleistung unzumutbar ist. Hier wird also die Perspektive des Schuldners herangezogen. Illustrieren lässt sich der Unterschied anhand folgenden Beispiels. Nehmen wir an, zwei Parteien haben einen Kaufvertrag geschlossen über die Lieferung von FFP2-Masken, und zwar noch vor der Corona-Krise.
So, jetzt wird das Ganze auf einmal schwierig, solche FFP2-Masken zu beschaffen, wenn auch nicht unmöglich. Aber der Preis hat sich erhöht, deshalb ist der Leistungsaufwand, den der Verkäufer eingehen muss, um den Vertrag zu erfüllen, deutlich höher geworden. Und aus dem Grund kann es für ihn natürlich gegebenenfalls unzumutbar sein, diese Leistungspflicht zu erbringen. Wendet man den Maßstab des Paragraphen 275 Absatz 2 an, muss man jetzt den Leistungsaufwand des Schuldners ins Verhältnis setzen zum Interesse des Gläubigers. Nun, aus der Perspektive des Käufers ist natürlich das Interesse daran, FFP2-Masken zu erhalten, ebenfalls deutlich gestiegen. Denn wenn sich der Verkäufer jetzt anderweitig eindecken müsste, dann hätte er Schwierigkeiten, erstens solche Masken überhaupt zu erhalten und zweitens müsste er ebenfalls einen deutlich höheren Kaufpreis bezahlen. Das heißt also, hier würde man eher dazu kommen, dass man sagt, nö, die Leistung ist dem Schuldner nicht unzumutbar, weil nämlich auch das Interesse des Gläubigers deutlich gestiegen ist und deswegen der Leistungsaufwand des Schuldners gemessen am Interesse des Gläubigers nicht unverhältnismäßig ist. Werfen wir hingegen einen Blick auf § 313, so ist der Maßstab ein anderer. Hier geht es nämlich um die Frage, ob der gestiegene Leistungsaufwand des Schuldners gemessen an der dem Schuldner versprochenen Gegenleistung unzumutbar ist. Hier geht es jetzt also um die Perspektive unseres Maskenverkäufers. Das heißt, es geht um die Frage, ob dem Maskenverkäufer das Festhalten am Vertrag zumutbar ist, in Anbetracht der Tatsache, dass sich sein Beschaffungsaufwand erheblich erhöht hat, er also gegenüber seinen Zulieferern einen höheren Preis zahlen muss, aber trotzdem von seinem Vertragspartner, nämlich dem Käufer, nur den vor Corona-Zeiten vereinbarten Kaufpreis erhält. Es geht also jetzt hier um die Perspektive des Schuldners. Ist es diesem zuzumuten, trotz der veränderten Umstände und der Störung der Geschäftsgrundlage, diesen Vertrag noch unverändert zu unveränderten Bedingungen zu erfüllen? Um die Differenzierung zwischen § 275 Absatz 2 und § 313 nochmal anderweitig zu illustrieren, nehmen wir einen kurzen Rückblick vor zu Beispiel 29, das Sie bereits aus Einheit 10 kennen. K. beauftragt R. mit der Buchung eines Hotels der 5-Sterne-Klasse während eines verlängerten Wochenendes bei der Fußball-EM zu einem vereinbarten Preis von 1.600 Euro. Aufgrund bestimmter Komplikationen bucht R. ein 4-Sterne-Deluxe-Hotel und kein 5-Sterne-Hotel. Die Buchung eines 5-Sterne-Hotels würde nämlich 9.400 Euro kosten und R. meint, dies könne er nicht finanzieren. Frage: Kann K. von R. Buchung eines 5-Sterne-Hotels verlangen? Nun, hierzu lässt sich zunächst feststellen, dass ein Anspruch des K. gegen R. aus einem Reisevermittlungsvertrag entstanden ist. Dieser Anspruch ist auch nicht wegen Unmöglichkeit nach § 275 Absatz 1 erloschen, denn eine Buchung eines 5-Sterne-Hotels ist ja grundsätzlich noch möglich. Es kommt allerdings in Betracht, dass dieser Anspruch nicht durchsetzbar ist, wenn nämlich dem R eine Einrede nach § 275 Absatz 2 zusteht. Hierzu ist zu vergleichen einerseits der Aufwand des R mit andererseits dem Leistungsinteresse des K. Das Leistungsinteresse des K ist hier jedenfalls aus meiner Sicht relativ gering, denn für ihn wurde ein 4-Sterne-Deluxe-Hotel gebucht und der Unterschied zu einem 5-Sterne-Hotel ist doch relativ gering. Andererseits ist der Leistungsaufwand des R doch recht erheblich, nämlich er müsste das Sechsfache des vereinbarten Preises aufwenden, um hier ein 5-Sterne-Hotel zu buchen. Setzt man nun den doch recht hohen Leistungsaufwand des R ins Verhältnis zu dem doch eher geringen Leistungsinteresse des K, nämlich Interesse an einem Aufenthalt in einem 5-Sterne-Hotel versus einem 4-Sterne-Deluxe-Hotel, so lässt sich hier ein grobes Missverhältnis befürworten. Eine andere Auffassung wäre allerdings auch vertretbar mit Blick auf § 275 Absatz 2 Satz 2. Danach ist nämlich zu berücksichtigen, inwieweit denn der Schuldner die Umstände zu vertreten hat und hier hat der R ja ein Beschaffungsrisiko übernommen.
Nichtsdestotrotz, ich würde hier für ein grobes Missverhältnis plädieren. Die Einrede der Unzumutbarkeit hat er implizit erhoben und damit wäre der Anspruch nicht durchsetzbar. Soweit, so gut. Das hatten wir ja bereits in Einheit 10 entsprechend erarbeitet. Jetzt stellt sich aber die Frage, ob sich denn der R hier alternativ auch auf die Einrede der Störung der Geschäftsgrundlage, also einen Fall des Paragraphen 313 berufen könnte. Das wäre nur dann der Fall, wenn es sich hier um eine erhebliche Störung der Geschäftsgrundlage handeln würde. Dabei ist hier noch nicht mal ganz klar, ob man sich auf Paragraph 313 Absatz 1 oder Absatz 2 berufen würde. Denn entweder handelt es sich vielleicht um einen beidseitigen Irrtum bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses, also Paragraph 313 Absatz 2, oder aber es lag keine solche gemeinsame Fehlvorstellung vor und die Preise sind erst nachträglich nach oben geschossen, dann Paragraph 313 Absatz 1. Für die Anwendung des Paragraphen 313 macht das aber letztlich keinen Unterschied, weil die Rechtsfolgen ja identisch sind. So, wie sieht es jetzt aus? Es liegt hier sicherlich eine Äquivalenzstörung vor, insoweit als der Preis absolut nicht angemessen ist, den die Parteien hier vereinbart hatten. Aber diese Äquivalenzstörung ist nicht im Sinne von Paragraph 313 als erheblich anzusehen, und zwar aus folgendem Grund. Nach der vertraglichen Risikozuweisung hat R das Risiko der Beschaffung eines 5-Sterne-Hotels während der Europameisterschaft übernommen. Und das bedeutet, dass diese Äquivalenzstörung nicht als erheblich anzusehen ist, weil Paragraph 313 ja explizit auf die vertragliche Risikozuweisung Rückgriff nimmt. Daraus folgt, Paragraph 313 ist hier gar nicht einschlägig. Das heißt also, die Einrede nach Paragraph 242 wegen Störung der Geschäftsgrundlage steht dem R hier nicht zu. Nach hier vertretener Auffassung ist also Paragraph 313 dann anzuwenden, wenn die Störung nicht dem Risikobereich einer der Parteien entspringt. Demgegenüber ist auf Paragraph 275 in den anderen Fällen zurückzugreifen. In der Literatur werden aber durchaus auch andere Auffassungen zur Abgrenzung vertreten und Sie machen nichts falsch, wenn Sie einer dieser anderen Auffassungen folgen.